Aufträge in jedem Bruderschaftshaus die gleichen sind. Hoffe ich. Was ist denn das? Das ist mir gar nicht mehr zu schaffen. Das bleibt immer wieder. Das fehlt. Stiehl eine seltene Münze als einen Kloster. Denke dich irgendwie. Tafel nach, dann erwischst du zwei Vögel mit einem Stein. Ich dachte, dass das, das ist rot, ja, wieder. Oh, das ist ein Stück, das ist ein Stück weiter weg, wollte ich sagen. Oh, gleich an diesem Konzentrationspunkt praktisch. Was siehst du? Was ganz praktisch wäre, wenn man mal ein... Damit wir hier, Bin gar nicht hier. Damit wir angezeigt bekommen... Du bist unerwünscht. Und dann die restlichen Sachen sind, die wir noch zu suchen brauchen. Wir sind zwei Verlustierungen für Frieden. So. Dieser Mann ist ein Mörder! Haltet ihn! Zeit zu verschwinden. Ich lass dich deine Milz fressen! Jetzt steige und hoffe. Ah, na? Na? Bleib mir bloß vom Hals, Wahnsinniger! Hör zu, Unhold! Schande auf dich! Wachen! Holt die Schorta! Hey, das ist der! Wachen! Er ist hier! Schnappt ihn! Verbrecherischer Hund! Ich töte dich! Du bekommst deine Strafe! Wache! Ich reiß dir die Gedärme raus! In einem Kampf kommt sie ja zurecht! Weg! Ist es wohl, dass du nicht so viel Glück? So, jetzt wurde auf der Sache schon ein Stück mehr. Das soll noch reichen. Warum duldet der Kalif diese Mönche? Es gibt Dutzende Gründe, das Kloster zu schließen. Sie verstehen es, sich nützlich zu machen. Also lässt er ihnen ihren Alkohol. Ich persönlich wäre mehr an ihren versteckten Schätzen interessiert. Einführung des Dekans. Ist recht. Das ist ein Problem, das da nicht so führt. Ich bin jetzt in unserer. Komm zurück auf der Stelle, du bist hier, du Däniker, wie heute. Führe ein besseres Leben. Ich bin auch da,
Ich kenne solche Bodensteine. Unter großem Gewicht bewegen sie sich. Hier sind keine schweren Krüge mehr. Ich sollte woanders suchen. Besser los. Zutaten für alkoholische Getränke. Und so weiter und so fort. Sehen, Schirling, halt, alles irgendwas gerade in mir. Wo ist die Schorte? Er muss sich dem Gesetz stellen. Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Quatsch! Ich hätte mich nicht zeigen dürfen. See.
Theoretisch müsste doch das Ding da hinten aufgehen, wenn wir die Banden sperren. Ach, da drüben ist noch eine! So. Wegen Armutsgelübde. Hier würde ein gieriger Mann erblinden. Der Karolinger. Ich verstehe, warum Darwish diese Münze wollte. Ich muss hier schnell weg. Du da! Halt! Wo ist die Schachtel? Oh, Augenblick! Das geht besser. Ich bin versucht, sie zu behalten. Doch ich könnte Darwish nie hintergehen. Wir helfen hier beim Springen von der Brücke.
جن ومن أجلي أعني هل هم مؤذون أم مزعجون فحسب؟ Frieden, Sadiq. Herzlich willkommen. Lass mich deine Waren ansehen. Ich habe alles möglich. Wenn jemand sie aufspüren kann, dann sicherlich du. Ah, du suchst nach Erkenntnis. Sagenhafte Schätze gelten oft als verloren. So. Doch sind sie es wirklich? Hast du genug gesehen, ja? Ich muss gehen. Möge das Glück dir hold sein. Das alles Rätsel, Artefakte, der Ausrüstungstruhen und historische Stellen. Das sind alle jetzt eigentlich anzeigen. Wir haben ja nur alle Karten eingesammelt. Satirischer Dichter hat einen einflussreichen Höfling vererbt. Bring ihn in Sicherheit. Geht los! Zeige mir alles. Thank you.
Prophetisch. Wenn da früher einer mal da hinfliegen würde, dann ist er da. Bist du der Dichter mit der törichten Zunge? Meine Entrüstung hat mich übermannt. Wer hätte gedacht, dass Worte derart gefährlich sein können? Nichts ist gefährlicher als der verletzte Stolz eines mächtigen Mannes. Geh voran. Ich schütze dich vor seinem Zorn. Ein Hindernis vor uns. Der Weg ist frei. Das dort drüben ist mein Neffe. Ich vertraue darauf, dass er meine Anwesenheit geheim hält, aber ich fürchte, das bringt ihn ins Grab. Ich erlöse ihn von diesem Dilemma. Hab Dank. Diese Söldner wären ganz sicher mein Ende gewesen. Elender Feigling! Ich scheitere! Was war das? Gut, halt die Deckung hoch! Du solltest mir doch Geleitschutz geben. Die Gefahr ist vorbei. Wie ein Tier. Ein blutrünstiges Tier. Hilfe! Allah verfluche dich. Keine Achtung für das Gesetz. Siehst du diese türkischen Mietklingen? Ich glaube, sie wurden geschickt, mich zu ermorden. Wie Schüler der Dichtkunst sehen sie zumindest nicht aus. Ich kümmere mich um sie. Hey, was? Ich hab den Helfer des Emirs beobachtet. Sieg im Sekelle. Hey, du, das dauert nicht lang. Das Vergnügen lag ganz bei uns. Komm schon. Ja, schöner Treffer. Heidlinge erwischt es von hinten. Schlechter Moment. Jetzt ist es sicher. Willst du mich nicht verstehen? Nein. Was passiert nur mit unserer Stadt des Friedens? Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Hey, das ist halt. Er! Wache! Kannst du mich nicht verstehen? Dann habe ich meine ganzen Heilträge gekostet, dann fängt
Ich werde hier von ein paar Freunden abgeholt. Allah segne dich. Ich werde dir zu Ehren ein Gedicht schreiben. Gedichte sind wie Musik in meinen Ohren. Besonders, wenn sie von mir handeln. Dann sollst du deine Musik haben. Und man soll deines Mutes gedenken, noch lange nachdem wir beide aus unserem irdischen Dasein geschieden sind. So.